Hallihallo und herzlich willkommen YouTube. Ich bin der M-King und begrüße euch recht herzlich zu meinem neuen Video. Ja, und heute das Unfassbare, was ich geschafft habe. Eine Weltpremiere in einem Sabotage-Match. Und zwar habe ich eine Dreifach-Moor mit der Desert Eagle Only. Die einfache, nicht im Akimbo-Modus, diese Desert Eagle, eine Triple-Moor abgeschafft. Unglaublich, richtig krass, dieses Gameplay. Ich kann selber fast gar nicht glauben. Und das Ganze ist hier im neuen Spielmodus geschehen. Falls sich einige von euch erschrecken, was ist das? Warum hat der M-King hier die Bombe und direkt einen Juggernaut gekriegt? Ja, der neue Spielmodus Schicht im Schacht auf Deutsch ist ein Sabotagematch. Jeder, der die Bombe hat, beziehungsweise es kann nur eine Person die Bombe haben. Und während ich hier Fullstunt noch jemanden weghole, richtig nice, richtig geile Situation, kann nur einer die Bombe haben. Und wenn dieser jemand diese Bombe hat, wird er für die anderen Gegner natürlich auf der Map angezeigt. Der erscheint immer alle paar Sekunden oben, sowas töten steht dort drauf. Und richtig cool, richtig krass hier. Dieser neue Modus gefällt mir sehr, sehr gut. Das hier war schon das zweite Match. Und ich habe da richtig, richtig viel Glück gehabt, denn ich habe nicht mit einem vollen Team oder sonst was gespielt, sondern random. Also ich alleine gegen alle anderen, ohne Team, ohne sonst was, ohne irgendwelche Absprachen. Und ja, Ziel ist es natürlich, hier diese Bombe zu legen. Allerdings, wenn man einmal die Bombe in Sabotage legt, ist das Game ja vorbei. Daher muss man zusehen, wie kriege ich das hin? Und wenn ich die Moab einmal habe, muss ich ja auch sterben. Heißt also, es sind einige Faktoren, die da damit beinhaltet sind und die man erfüllen muss, sonst klappt das Ganze nicht. Drei Moabs war schon richtig, richtig schwer. Und ich bin gespannt, ob das wirklich die Weltpremiere bleibt oder ob da sogar eine vierte Moab drin ist. Aber wir sehen gleich, was des Weiteren im Gameplay passiert. Wichtig ist, dass man hier mit dem Juggernaut erstmal die 7 Kills in Ruhe schafft. Und wenn man diese 7 Kills hat, oder 8 Kills, dann hat man ja die Spezialisten-Extras. Und dann läuft man auch ziemlich, ziemlich schnell, so wie man das jetzt hier auch sieht. Und dann hat man wirklich die Möglichkeit, eine Moab zu machen. Schwierig ist es, da man nicht schnell ziehen hat, da man nicht Fingerfertigkeit zum schnellen Nachladen hat. Und mit diesen 7 Schuss aus der Diegel, wirklich, wenn da 2 Gegner kommen, hat man Probleme. Deswegen muss man zusehen, dass man seine 7 Kills kriegt für die Spezialisten-Extras. Und wenn man diese Spezialisten-Extras dann hat, dann ist alles in Ordnung. Dann kann man, ja, ein bisschen durchatmen. Dann hat man hier schon so gut wie die Moab sicher. Naja, aber es ist sicher. Man muss dann nur, man hat vorgeschriebene Klassen in diesem neuen Modus. Da gibt es die MP5, mit der ich ja eben gestartet habe. Die Scope und alle Extras sind da gleich. Man hat da Fingerfertigkeit, Hardliner, was natürlich bei einer Scope, bei einer L118A nicht ganz so viel bringt. Und ruhige Hand. Es gibt ein MG. Das MG36 ist es, glaube ich, mit Rapid Fire. Und wenn man damit 10, 15 Schuss auf den Juggernaut abgibt, ist der Juggernaut tot. Also es ist nicht so, dass man extrem viel Leben hat, dreifach, vierfach, fünffaches Leben. Also man stirbt schon recht schnell. Ihr könnt es selber mal ausprobieren und mal in diesen neuen Modus gehen. Er ist bei der Absprungzone, bei Infiziert ist er, meine ich, bei. Und dann schreibt mir doch mal eure Erfahrung. Am besten kommt ihr natürlich zur Bombe, wenn ihr euch die MP5 nimmt, da rennt ihr dann direkt mit durch. Eure Erfahrung, wie schnell stirbt man? Wie viel Leben hat man denn so? Wenn man sieht, ich bin hier oft ziemlich stark angefrackt und habe einen roten Bildschirm. Manchmal ist es schon echt heikel, so wie jetzt zum Beispiel. Also der Bildschirm ist schon ziemlich rot, da fehlt jetzt echt nicht mehr viel. Ich finde, es ist durch den Juggernaut ein wenig erleichtert, trotzdem riesig schwer, weil der Juggernaut einfach nicht so viel mehr Leben hat als normal. Und da habe ich schon die erste Moab, da war ich natürlich froh und ja, dann bin ich hier gestorben. Was Besseres konnte mir nicht passieren, ich bin gestorben und habe dann direkt die Moab gezündet. Da hinten seht ihr jetzt, töten steht da, den muss ich killen. Jetzt geht die Moab ja hoch, also stirbt er folglich auch. Also kann ich mir direkt dort die Bombe wieder aufnehmen und wieder von null starten. So, da seht ihr es, da liegt die Bombe. Ich schnapp mir das Ding, werde wieder zum Juggernaut, hier mit meiner Diegel und kann wieder loslegen auf die zweite Moab. Leider ist hier im Kinomodus dieses Spiel ein bisschen laggy, ein bisschen verruckelt. Und
Wir haben gleich auch ein bisschen Probleme, dass die eine Moab nicht angezeigt wird, weil zwischendrin eine Host Migration war. Das seht ihr aber gleich alles. Und Ziel ist es dann hier wirklich zu sterben, wenn man auf eine Mehrfach-Moab geht. Und das ist wirklich die erste, wie ich gesehen habe, auf YouTube, die erste Deagle-Triple-Moab. Sowas gab es vorher nicht. Andere Leute brauchen für sowas ein X22-Hack. Ich nicht, ich mache das Dreifache und spiele das ganze Legit, das ist gar kein Problem für mich. Also, es ist wirklich, der Juggernaut hat nicht wirklich ganz so viel. Ihr seht es hier langsam nachladen, man ist träge, hat nicht mehr, nicht viel mehr Happy als, wenn man normal rumläuft. Es ist schon wirklich schwierig. Probiert es doch mal aus und schreibt mir eure Erfahrung, wie es ist. Und vielleicht schafft es ja auch bis zu einem Spezialisten-Exas, während ich hier einfach mal vier Leute wegneife. Richtig schön. Schreibt mir doch eure Erfahrung. Wie ist es mit dem Juggernaut? Wie ist das mit dem Leben? Geht man da schnell drauf? Wie ist es mit dem langsamen Nachladen? Ist das problematisch für euch? Schafft ihr es überhaupt bis zu den ja, Spezialisten-Extras? Aber dann geht es wirklich gut. Dann ist man so leicht im wirklich gut dabei. Dann läuft man schneller, kann schneller nachladen. Dann geht das Ganze sehr gut ab und macht dann riesig Spaß, wenn man dann noch die leichte Unterstützung vom Juggernaut hat. Man muss natürlich bedenken, dass die Deagle verzieht. Man braucht natürlich ein gewisses Aiming mit der Deagle. Wenn man dieses Aiming nicht hat, ist es natürlich kompliziert und wirklich schwer, dass man das hinkriegt. Hardliner hat man natürlich. Dann kann man Assists machen mit der Deagle. Man kann dann schnell nachladen. Also es war wirklich eine anstrengende Sache. Man kann nicht mehrere Runden rausholen in Sabotage. Es sieht so aus, wenn man jetzt die Bombe niemals legt, endet die Zeit unten links irgendwann. Wir sind jetzt bei knappen 3,5 Minuten noch, die jetzt gespielt werden. Wenn diese Zeit abläuft, was ich nicht gemacht habe, aber hier die zweite Moab kriege, sieht es so aus, dass man dann noch eine Runde hat und es dann zählt, jetzt bin ich hier gestorben, habe mich extra killen lassen, wer dann alle Gegner killt. So war es zumindest, so habe ich es zumindest aufgenommen. Jetzt ist das Problem, dass ein Mitspieler von mir leider die Bombe aufgenommen hat. Und ohne die Bombe kann ich nicht auf die dreifache Diegel gehen. Deswegen bin ich froh, dass der hier gleich stirbt. Ja, habe hier vielleicht einen Fehler gemacht, dann noch eine Semtex geschmissen, wollte sie mir jetzt holen und dann hat der Gegner gekriegt. Bratz hier deswegen total schnell drauf und nehme sofort die Bombe wieder auf und bin wieder der Juggernaut. Also da muss man aufpassen, das kann man im Team natürlich um einiges besser machen. Am besten ist es, wenn man sich killen lässt, der Gegner die Bombe aufnimmt und dann die Moab zündet. Das kann man natürlich auch am besten im Team machen. Wenn man dann weiß, hier, man ist träge, wenn man dann weiß, hier, meine Gegner, meine Mitspieler lassen die Bombe liegen für mich, ich kann sie einnehmen und dann auf die Dreifach-Moab gehen. Sehr schön, hier diese Weltpremiere gibt es noch nicht zuvor. Eine Triple-Moab mit der Desert Eagle Only. Bin ich schon etwas stolz drauf. Und hier ist jetzt einmal die kleine Host Migration, die ich ja eben angesprochen habe. Deswegen geht es hier direkt weiter. Und ja, man muss natürlich jetzt auch hier, wie macht man das? Man hat die Zeit im Blick. Man muss ruhig bleiben. Hier bin ich extremst angefuckt. Ich habe meine Spezialisten-Extras noch nicht. Geh lieber in Deckung. Krieg hier einen Assist. Lieber in Deckung. Die Munition muss man aufnehmen. Man hat maximal 48 Schuss, wenn man jedes Plünderer-Päckchen aufnimmt. Am Anfang hat man natürlich nicht die Spezialisten-Extras. Man ist langsam. Hier renne ich noch ums Eck, um schnell nachzuladen. Beziehungsweise in Deckung nachzuladen. Und wenn dann von einigen Ecken Schüsse kommen und es dann kommt, dann ist man wirklich aufgeschmissen. Ich kann hier Glück haben, dass hier niemand kam, weil da hätte ich nicht noch reagieren können in den Gang, wie eben im Kill schießen, einfach in den Gang schießen können und da glücklicherweise einen Kill machen können, weil da war ich so full stunned, ich wusste gar nicht mehr, wo ich wirklich stehe. Wichtig ist, wenn man dann hier von der Stun erwischt wird, merken, wo man steht, von wo kommen Schüsse, die sieht man meistens noch, so wie das eben auch, die nimmt man wahr, vielleicht dann noch schießen. Ist natürlich schwierig mit der Desert Eagle, immer ein bisschen runterziehen mit der Desert Eagle, weil die einfach nach oben rechts verzieht. Und dann ist das Ganze möglich. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr das findet. Ob ihr meint, oh, das ist gar nicht so schwierig. Oder doch, das ist ganz schön schwierig. Der Juggernaut, ja, der hat gar nicht so viel mehr. Damit hat man gar nicht mal so viel mehr Leben, wenn da so ein fettes MG kommt. Und ich mal die ersten 7 Schuss nicht treffe, was ich eigentlich muss, weil sonst bin ich down. Und der mit seinen 15 Schuss Rapid Fire auf mich draufballert, bin ich down. Schreibt mir doch mal eure Erfahrungen dazu. Hier mit diesem neuen Spielmodus. In die Beschreibung würde ich mich sehr freuen. Ich persönlich denke, dass es maximal 4 Moabs möglich sind
in diesem Modus, wenn man wirklich ein guter Spieler ist. Ich glaube, da wird sich aber noch einiges an Zeit, ja, wird dazwischen hängen. Und hier lege ich die Bombe 30 Sekunden. Ich lege jetzt einfach die Bombe, will auf Nummer sicher gehen und werde dann hier wieder mit meiner MP5 da gespawnt und bin kein Juggernaut mehr. Muss die letzten paar Kills dann halt mit meiner MP5K machen, was aber nicht das Problem sein sollte. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr einige coole Videoausschnitte habt oder selber eine Moab mit der Deagle da geschafft habt. Hier, oh, schön, Triple Kill, und da kriege ich die Moab. Wenn ihr mir das in die als Videoantworten postet, da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ich dann so ein paar Ausschnitte, die gucke ich mir an, kommentiere die auch gerne für euch, also schreibt einen Kommentar, so rum, genau, nicht, dass es hier zu Missverständnissen kommt. Und dann sterbe ich hier, da sieht man, oh, das geht richtig schnell, dass man da sterben kann. Und da ist die Triple Morb, jetzt wollte ich hier vielleicht noch versuchen, irgendwie noch was zu reißen, ein paar schöne Kills. Was soll man machen, die Bombe ist gelegt, man könnte sie jetzt diffusen lassen, ah, ja, ist natürlich kompliziert. Wenn man die diffusen lässt, dann hat man vielleicht ein paar Sekunden mehr, aber bringt auch in Wirklichkeit eigentlich nicht mehr ganz so viel. Also, man schafft es maximal als Juggernaut. Jetzt hat man keine Zeit mehr. Die Bombe geht rot, ich mache noch einen Kill mit der Bombe. Wir gucken uns gemeinsam die Abschluss-Killcam an, während dieses Spiel hier geendet ist mit einem 1:0 für uns. Ziel zerstört. Mit der M4 ärgerlich für ihn hier, da er nur 2 anstatt 3 Kills kriegt, der arme Junge, weil da die Zeit um war. Und ich hoffe natürlich wie immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Es endet mit einer sehr guten KD. Vergesst das Bewerten, Kommentieren und Abonnieren natürlich nicht. Euer M-King! Take life slow, and if I ever slow up, you know I always show up. It's still the same on me.